Heute gibt es Spaghetti all'Assassina. Erstmal setzen wir das Wasser auf und geben 3 Esslöffel Tomatenmark mit rein. Wir lassen das Ganze schön heiß werden und stellen das dann auf Seite. Das brauchen wir gleich. Dann fahren auf mittlere Hitze. Oil. Viel Oil. Knoblauch. Kurz warten. Peperoncino. Solange das Ganze jetzt eine Minute lang gebrüsselt hat. Pomodoro. Wir können jetzt anfangen, ein bisschen zu würzen. Und dann geben wir unsere Nudeln direkt in der Pfanne. Und jetzt warten wir, bis es sich unten eine Kruste bildet. In der Zeit. Und es ist soweit, Leute. Wir können wenden. Ah, guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Zwischendurch etwas von unserer Tomatensuppe reinzugeben. Zwischendurch was nachwürzen, geben wir immer mehr von unserer Tomatensuppe dazu, bis die Spaghetti nicht al dente werden. Sobald die Nudeln al dente sind, machen wir nochmal eine extra Kruste unten drunter, lassen das noch ein bisschen.